Dazu wurde ausgeführt, dass wir wollen, dass wir nationale interne Maßnahmen ergreifen, aber gleichzeitig partnerschaftlich mit den Herkunftsländern und anderen Ländern zusammenarbeiten. Wir werden genau das jetzt tun, einmal in Deutschland Transitzentren einrichten und von dort aus in Absprache mit anderen, insbesondere mit den Ländern, aus denen Asylbewerber kommen und in denen sie schon registriert sind, dann die Rücküberführungen vornehmen. Damit ist genau der Geist der Partnerschaft in der Europäischen Union gewahrt und gleichzeitig ein entscheidender Schritt getan, um Sekundärmigration zu ordnen und zu steuern. Das ist genau das, was mir wichtig war und ist. Und deshalb glaube ich, dass wir heute nach hartem Ringen und schwierigen Tagen einen wirklich guten Kompromiss gefunden haben. Wir haben uns nach sehr intensiven Verhandlungen zwischen CDU und CSU geeinigt. Wir haben eine klare Vereinbarung, wie wir die illegale Migration in der Zukunft an den Grenzen zwischen Deutschland und Österreich verhindern. Die Einzelheiten werden Ihnen dazu die beiden Generalsekretäre jetzt gleich vortragen. Ich bin froh, dass diese Einigung gelungen ist. Es hat sich wieder einmal gezeigt, es lohnt sich, für eine Überzeugung zu kämpfen. Diese klare Übereinkunft, die in allen drei Punkten, die Sie gleich hören werden, meiner Vorstellung entspricht, erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat weiterführe.